Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragon Age Inquisition. Wir machen heute mit dem weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Und da gucke ich jetzt nochmal auf die Karte, wo wir jetzt nochmal hin mussten. Ja. Das ist das letzte Vorratslager und genau da müssen wir hin. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, ich rufe erstmal das Pferd. Ah. Ich wollte eigentlich Rechtsklick machen. So. Letztes Mal sind wir ja bei dem Ort, haben wir da ja nicht so ganz hingefunden. Wir müssen jetzt diesmal gucken, ob wir es schaffen. Zur Not probieren wir ein bisschen rum, wir haben ja ein bisschen Zeit. So, die Pflanze nehmen wir jetzt mal nicht mit. Ja, hier sind wir letztes Mal auch schon vorbeigeritten. Aber das kriegen wir schon hin. So, sind wir in der richtigen Richtung? Ja, nicht wirklich. Also eigentlich so von der Höhe her schon. Jetzt müssen wir nur noch hier lang. Kommt er da? Ja, kommt durch. Gut. Was ist hier oben? Gucke ich mir mal eben an. Ist jetzt ein bisschen abseits vom Weg, aber interessiert mich doch. Vor allem ist da auch noch Eisen, das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Komm, das fährt da nicht drüber. Komisch. Egal. Hier gibt es auf jeden Fall eine Menge Materialien, die wir mitnehmen können. Na, schade. Dafür kann er nicht hoch genug springen. So, was gibt's denn hier? Ah, hier können wir noch was beanspruchen. Das ist natürlich nicht schlecht. Die Törder Strahlachse Sage. Avarmutter. Gut, wer sich das durchlesen möchte, kann ja den Text immer stoppen. Ich gehe mal eben ein bisschen durch. So. Aber wir lesen das jetzt nicht, das dauert dann einfach zu lange. Oh, da liegt noch jemand. Okay. Schlüssel zu einer Hütte. Hatten wir nicht ein Haus, wo wir nicht rein konnten? Geht das dann... Das hat sich aber... eigentlich schön aufgelöst. Also so von der Animation her, dass es so in diesem schwarzen Rauch so verpufft. Nicht schlecht. So. Das nehmen wir noch mit. Ja. Genau, müssen wir... Oh. Hier wollte ich eigentlich noch gar nicht lang. Naja, egal. Wir müssen nämlich... Lol. Egal, wir gehen einfach am Berg entlang ein bisschen runter. Wobei, nee, da kamen wir ja nicht durch, ne? Ich glaube, wir sollten mal gucken, dass wir da durch die Höhle gehen. Ich meine, das hatten wir letztes Mal nicht gemacht, aber das ginge ja wahrscheinlich. Und das probieren wir jetzt auf jeden Fall mal. Ach nee, dafür... brauchten wir einen Magier, den wir nicht mitgenommen haben. Gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen unpraktisch. Da müssen wir wohl nochmal zurückreisen. Und müssen uns hier noch einen Magier holen. Genau, hier, Gruppe wechseln. So, dann nehmen wir auf jeden Fall den Magier erstmal. Nehmen wir Blackwall und Varric. Oh. Ja, gut. So, jetzt sollten wir es aber...
recht schnell hinkriegen, hoffe ich zumindest. Wir wollen ja auch nicht so viel Zeit vertrödeln. Aber ich denke, das könnte jetzt eigentlich schon ganz gut sein. So, hier mal eben drüber, genau. Es ging doch jetzt recht schnell, das ist jetzt ja nicht so schlimm. So, hier eben um die Ecke, da durch. Da bleiben wir hängen, weil unsere Waffe zu groß ist. Aber das ist ja nicht so schlimm. So, der Magier muss uns das jetzt aufmachen. Können wir auch mit Fähigkeiten angreifen. Wirkungsbereich Angriffe ermöglichen es dir, mehrere Gegner gleichzeitig zu attackieren. Verwende die Maus, um den Wirkungsbereich auszurichten, sobald du mit der Position zufrieden bist. Ach so. Ja gut. Das war jetzt nur, weil wir noch nie Magier gespielt haben. Aber eigentlich war das logisch. Oh, hier gibt es auch noch Dragostein. Freue ich mich drüber, da haben wir zwar theoretisch genug davon, für die eine Quest. Aber die scheinen ja recht selten zu sein. So, okay. Erstmal gecheckt, die Dinger sind Level 5. Das heißt, wir können uns durchaus mit denen anlegen. Aber ich würde hier noch gerne hochkommen. Okay. Jetzt greifen wir die erstmal an. So, den da hinten holen wir uns auch noch. Ach, das ist so ein Teleportmagier. Die sind ein bisschen nervig, aber den sollten wir auch kriegen. Vor allem, wenn er jetzt gleich liegt. So. Gut, dann gucken wir, dass wir den da hinten noch kriegen. Und hier gibt es auch noch was. Oh, Dragostein. Hier gibt es recht viel. Den Ort sollten wir uns merken. Ich bin mal gespannt, was uns hier noch erwartet. Da ist so ein komischer Rauch an der Decke. Hier ist ein Totenkopf. Das sieht jetzt nicht so einladend aus. Aber wir können den Ort beanspruchen. Das ist schon mal was Gutes. Weitere Vorräte. Whittle dürfte dafür Verwendung haben. So, damit haben wir die Quest auch erledigt. Aber wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Weil das sieht sehr interessant aus. Das Lyrium. Wer auch immer dieser Zwerg war, er hat sich übernommen. Das sieht echt cool aus. Was ist das? Sieht aus wie so eine Art Kaninchen, Hase, sowas in der Richtung. Aber irgendwie ohne viel Fell. Das sah irgendwie aus wie so ein Schwein mit so Kaninchenohren. Naja, gut. Ich würde sagen, wir geben dann die Quest mal ab. Hier können wir nicht hinreisen, müssen wir in die Nähe. Gehen wir hier hin. So, wunderbar. Haben wir das jetzt recht schnell abgehandelt. Oh, ja, Richtung ist richtig. Gehen wir hier eben runter. Hier packe ich das Pferd noch nicht aus. Das ist hier nämlich ein bisschen eng, dann gehen wir eben und nehmen noch ein paar Materialien mit. Genau, das hier Eisen ist, wusste ich, weil das spawnt ja immer wieder neu. Das bauen wir, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal ab. Aber warum denn nicht? Hier können wir uns eigentlich noch ein bisschen Erfahrung gönnen. Ich glaube, das machen wir auch. Ich bin
So, die kämpfen. Ich sammle das eben ein. Sollten das ja easy schaffen. Sehe so diese Konterhaltung, die wir hier haben. Ist eigentlich auch ganz cool, weil ich mir gerade gar nicht mehr so sicher bin, was die nochmal bewirkt. Können wir hier gucken. Also sie bewirkt irgendwie, dass wir Schaden kriegen. Ach nee, wir, genau. Wenn ein Gegner uns schlägt, schlagen wir zurück. Stimmt. So, wenn ich der Minimap glauben darf, laufen wir gerade genau in die falsche Richtung. Ja, kann man so sagen. Holen uns jetzt auf jeden Fall erstmal ein Pferd. Die Musik ist gerade auch sehr cool. Und wie viel braucht ihr? Tja, sagt Bescheid, wenn ihr einen findet. Danke euch. So. Und wir sind vorbei. Wo war denn der Typ? Dann nochmal zurück. Jeden Morgen herrscht Frost. Ah, da ist er. Ihnen werden schon bald die ersten Zehen abfrieren. Ich habe einige Vorratslager der Abtrünnigen gefunden. Ich kann die Standorte für euch kennzeichnen. Ich werde mich mit ein paar Männern auf den Weg machen und die Vorräte abholen. Das wird beim nächsten Schnee nicht wenigen Flüchtlingen das Leben retten. Vielen Dank. Gar kein Problem. Ich hoffe, das bleibt nicht an mir hängen. So, Macht haben wir auch wieder bekommen. Das ist schön. Wir müssen jetzt nur mal gucken, was wir als nächstes so machen. So, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Macht. Und dann Kontakt mit den Templern, reisen nach Redcliffe, um Kontakt mit den Magiern aufzunehmen. Das könnten wir eigentlich mal machen. Weltkarte. Ne, wir sind richtig. Wo sind die Magier? Ach, genau, hier oben. Ich würde sagen, reisen wir da mal hin. Also erstmal in die Nähe und dann gucken wir, dass wir da schnellstmöglich hinkommen. Es gibt nichts zu berichten, Sir. So. Ich überlege gerade, welchen Weg wir jetzt am besten einschlagen. Ach, wir gucken mal, wir gehen erstmal hier lang. So, genau, hier waren diese Drachlinge Level 12. Oder Drachenjungen, nicht Drachlinge. Ja, wir müssten aber eigentlich... Ich halte mich mal an der Seite und gucke, ob wir hier irgendwie vorbeikommen. Oh, ich glaube, das ist der große... Ja, ich glaube, ich habe recht. Ich glaube, ich habe zu spät 9 gedrückt. Ich glaube, wir sollten schnell probieren, hier an der Seite vorbeizukommen. Lassen die anderen jetzt erstmal zurück. Die spawnen ja eh wieder bei uns. Solus, verdammt! Seinen Schatten.
Aber ich sehe... Oh. Ich möchte mir den gerne mal angucken. Da hinten fliegt er. Boah. Der ist schon cool. Aber den töten wir ein andermal. Der ist momentan noch ein bisschen zu krass. Oh ne, oh ne. Ja, Drachenjunge möchte ich auch nicht kämpfen. Obwohl ich vermute, dass genau das passieren wird. Also, dass es uns angreift. Gut, wir müssen jetzt einen Moment noch überleben. Ist nämlich vorbei. So, ich bleibe erstmal hier und guck mal, wo wir sind. Ach, wir gehen jetzt diesen Sonderweg hoch. Ah, das ist ein bisschen... Wir sind eigentlich nicht wirklich da, wo wir hin müssten. Aber von hier kommt man auch so schlecht. Wir müssten dann wieder so zurück. Wir werden in die andere Richtung gehen müssen. Und ich kann ja nicht... Ach genau, weil ich momentan quasi noch im Angriffsmodus bin, kann ich ja nicht hinreisen. Aha. Der ist natürlich ein bisschen dicker unterwegs, so von den Leben her. Der wird auf jeden Fall nicht einfach sein. Ich weiß gar nicht, warum ich in die Nähe gehe. Oh ne. Oh, das war knapp. Oh ne, der zieht uns ran. Und wir sind tot. Spiel fortsetzen. War mir ja schon klar, dass wir es nicht schaffen werden. Ich wollte nur gucken, ob wir noch was vom Ort entdecken können. Aber nee. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Dann gehen wir hier hinten rum. So. Nehmen noch brav ein bisschen Eisen mit. So, dann gehen wir erstmal ein Stück zurück. So, jetzt sind wir ein Stück zurückgegangen. Jetzt gucken wir mal. Ja, den Weg folgen. Und dann kommen wir auf die richtige Fährte, wo wir dann in der nächsten Folge weiter gucken, wo es dann lang geht. Ob wir es finden werden. Ich denke schon. Und ich hoffe auch, dass ihr dann wieder mit dabei seid. Und solange würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Abo, um die nächsten nicht zu verpassen. Und ich würde sagen, bis dann, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt noch einen kurzen Moment und gleich sage ich dann auch tschö. So, ich würde sagen, hier ist ganz gut. Ja. So. Hier geht's dann weiter in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, macht euch noch einen schönen Tag und tschüss.